Hallo, ich begrüße euch heute auf meinem Betrieb in Rheinhessen, genauer gesagt Niederwiesen, ca. 50 Kilometer von Mainz gelegen. Mein Name ist Jens Meyer, bin 29 Jahre alt. Zu den Witterungsverhältnissen: wir haben 500 bis 550 mm Niederschlag mit Frühjahrstrockenheit von ca. April bis Juni. Unsere Standortgegebenheiten sind stark wechselnd, zum Teil wechselt von 100 Meter in den Schlägen der Boden. Unsere Hauptkulturen im Betrieb sind Sommerbraugerste und Winterbraugerste, Winterraps, Winterweizen und Zuckerrüben. Stand der Kulturen ist im Moment, wie man jetzt hier schön sieht, wir stehen im Weizenbestand. Und die Ungräser haben sich halt auch, leider muss man sagen, relativ stark mitentwickelt. Aber auch der Weizen steht sehr schön da und präsentiert sich durch die hohen Niederschläge, die wir jetzt über Winter hatten, schön. Und kurz nach der Düngesaison werden wir hier dann jetzt halt auch nochmal nachlegen müssen. Gerade der Agerfuchsschwanz macht es uns sehr schwer hier. Geplant ist im Moment Avoxa und dann eine Beimischung noch zu fahren. Hier unser Gegner, der Agerfuchsschwanz, den wir heute mit Avoxa an den Kragen wollen. Da wir hier schon vorhandene Resistenzen haben, sitzen wir auf Avoxa mit 1,8 Liter mit den zwei Wirkstoffen, um wirklich alle Hebel zu benutzen, um den Fuchsschwanz auszuschalten. Wir haben die 0,4er Düse in der Spritze drin. Wir fahren 9 km/h, bringen die 220 Liter pro Hektar aus. Die Spritze verfügt über Section Control, welche automatisch die Teilbreiten schaltet, um Überlappungen zu vermeiden und so auch eine Überdosierung von Wirkstoff verhindert. So, die Maßnahme haben wir nun gefahren. Jetzt hoffen wir auf weiterhin gutes Wetter und immer wieder ausreichend Niederschlag, dass der Bestand schön wachsen kann. Avoxa soll jetzt seine Arbeit tun. So, wir sind nun auf dem Bestand, im Bestand angekommen. Schauen wir mal rein. Hier sieht man keinen Fuchsschwanz, komplett sauber bekämpft. Hier haben wir dann doch ein Exemplar gefunden, welches geschädigt ist, was man erkennt an den braunen Blättern. Er schiebt schon Ehren. Hier müssen wir jetzt mal eine Probe ziehen und diese einsenden in ein paar Wochen und dann schauen, auf was er noch resistent wirkt oder nicht mehr wirkt eben. So, was man noch sagen kann, für Rückfragen steht immer der Pflanzenschutzberater zur Verfügung und ist immer erreichbar. Auch ich habe viel mit meinem Berater über die Anwendung gesprochen und wir haben auch geschaut, was man noch verbessern kann, dass es eine bessere Wirkung gibt, die auch wahrscheinlich der Fuchsschwanz, der resistent ist jetzt schon, den wir beproben wollen, die Pflanzen, die es überlebt haben, um zu schauen, gegen was er resistent ist. Dementsprechend arbeiten wir weiter daran. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Ernte.